Ja, hallo zusammen. Also, ich habe mir vorgenommen, so ein CNC-Plasma-Schneidportal zu bauen. Und habe auch ein bisschen geschaut. Ja, es gibt so Teile auch zu kaufen, aber das ist auch mal zu teuer. Und dann kam mir in den Sinn, selber bauen. Und nach Bausätzen ein bisschen gesucht, aber nichts gefunden. Und dann dachte ich mir, ja, plane ich das Ganze mal so ein bisschen als in Anführungszeichen Bausatz, damit es letztlich dann möglichst einfach zum Zusammenbauen ist. Ja, ich habe das Ganze geplant und die Teile dafür sind einmal Blechteile und einmal Rohrteile. Die lasse ich mir rauslasern in 5 mm. Ein paar 2 mm Teile sind auch dabei. Hier sieht man jetzt mal einen Ausschnitt von den 5 mm Teilen. Hier sieht man ein paar Rohre. Die werden auch eben entsprechend rausgelasert. Die Blechteile hier, die werden auch als komplette Platte rausgelasert und dann mit einer Flex zum Raustrennen der Einzelteile. Das sind nur mit so dünnen Stegen verbunden. Das Ganze war einfach günstiger in der Form, als wie wenn ich da die Teile schon komplett rausgeschnitten bestellt hätte. Ja, als Steuerung will ich MyPlasm CNC verwenden. Aber im Prinzip kann man das Teil dann auch mit jeder anderen Steuerung, die es so gibt, betreiben. Ja, ich werde den Aufbau ein bisschen dokumentieren und immer Videos hochladen für diejenigen, die es interessiert. Ich werde dann auch die ganzen Teile in Form von einer Liste mit den Links zur Verfügung stellen, falls jemand auch so bauen möchte. Die Dateien für die Laserteile, die werde ich auch dann mit zur Verfügung stellen. Aber wahrscheinlich erst, wenn ich das Teil dann komplett aufgebaut habe. Da stelle ich dann eine Liste mit rein. Und eben auch die DXF-Dateien hier. Dass man sich das, wenn man will, auch rauslasern lassen kann. Als Plasmaschneider werde ich jetzt wahrscheinlich erst mal den Lidl Parkside Plasmaschneider verwenden. Einfach da ich den schon daheim habe. Ob das dann mit dem wirklich so toll funktioniert, wird sich noch herausstellen. Ja, das ganze Portal ist ausgelegt zum Schneiden von Kleinformattafeln. Und das Becken hat Abmessungen, also Innenkantenabmessungen von einer Länge von 2,13 Meter und einer Breite von 1 Meter und 4 Zentimeter. Ja, ansonsten werde ich halt auch sämtliche Kabel, Schleppkette, alle Einzelteile mit in die Liste aufnehmen, die Inbetriebnahme dann zeigen. Ja, ich denke, das war es fürs erste Mal. Für die, die es interessiert, wie gesagt, weitere Videos dann zum Aufbau folgen noch. Dann viel Spaß noch.